Hier sind wir jetzt also in unserer Gepardenanlage, die wir auch neu gestaltet haben, um auch hier den Besuchern den Lebensraum besser vermitteln zu können. Geparde sind die schnellsten Landsäugetiere, es sind Raubtiere, es sind Raubkatzen, die in der afrikanischen Savanne auf Gazellen jagen, und es sind die schnellsten Landsäugetiere mit bis zu 100 km pro Stunde, wenn sie einer Gazelle hinterher springen, um sie zu jagen. Hier im Tierpark Berlin haben wir momentan ein Gepardenmännchen, und der wird in den nächsten Wochen auch noch Gesellschaft bekommen von zwei weiteren Männchen. Da können wir natürlich nicht mehr züchten, das ist auch nicht gewollt in unserer Anlage, denn was wir bei den Geparden in der europäischen Zoogemeinschaft haben, ist, dass sich die Zoos sozusagen untereinander aufteilen. Einige züchten, einige züchten nicht, denn es gibt auch einen großen Bedarf für zum Beispiel Männchen, die momentan nicht züchten dürfen, weil die genetisch halt noch nicht gefragt sind oder nicht mehr züchten können, weil sie zu alt sind. Und auch für diese Tiere brauchen wir Haltungskapazitäten. Und da können wir als Tierpark Berlin auch einen wichtigen Beitrag leisten, dass woanders gezüchtet wird. Und wir halten hier in unserer großzügigen Anlage eine Gruppe Männchen.